Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch erklären, wer Editor Release nutzen sollte und wer es eher nicht nutzen sollte. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, schaut natürlich gerne vom Twitch-Kanal vorbei und tragt euch auch gerne Minecraft Cold Aircraft im Item-Shop ein. Als erstes würde ich sagen, beginnen wir direkt mit den Vor- und Nachteilen von Editor Release Off bzw. On. Und der wahrscheinlich größte Vorteil von Editor Release On ist, dass man ganz einfach schneller editen kann, weil man halt einen Knopfdruck weniger drücken muss. Normalerweise muss man ja immer den Edit-Bind drücken, um zu editen, danach immer das Ganze auswählen und dann nochmal mit der gleichen Taste bestätigen. Also brauchen wir im Prinzip drei Tastendrücke bzw. zwei Tastendrücke auf der Tastatur und dann natürlich noch den Mausklick. Und bei Edit on Release brauchen wir halt nur einen einzigen auf dem Keyboard, muss danach nur editen und muss dann nur noch die Maustaste loslassen. Und dadurch bestätigt sich der Edit und dadurch wird man auf jeden Fall, denke ich mal, deutlich schneller editen können. Man kann aber im Prinzip auch mehr oder minder genau gleich schnell werden, wenn man auf Edit on Release off spielt. Man muss das Ganze eben halt nur ein bisschen mehr practicen, um so gut sein zu können wie mit Edit on Release off. Dafür hat man aber natürlich auch andere Vorteile bei Edit on Release off. So hat man zum Beispiel den Vorteil, dass wenn man Edit on Release off hat, man deutlich besseres Crosshair Placement bekommen kann, denn man kann, bevor man ein Edit macht, wenn man zum Beispiel hier oben diesen Peak hier machen will, kann man seinen Crosshair direkt auf dem Gegner haben, wodurch man hier das Ganze bestätigen kann, warten kann, bis der Gegner in einer guten Position ist und dann halt direkt auf den Gegner raufgehen kann. Wenn man Edit on Release on hat, dann geht man ja im Prinzip hier so nach oben, muss da den Edit bestätigen, weil man ja nicht runterziehen kann, sonst würde man hier diese ganzen Dinge auch bestätigen. Deshalb kann man nur hier oben bleiben, muss da bestätigen, dadurch ist der Edit schon offen, der Gegner kann in der Zeit rüberspringen und man selbst muss erst mit dem Cross heruntergehen und kann dann eben halt den Gegner abschießen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Nachteil, gerade wenn man eher etwas in dem höheren Bereich ist, also wenn man zum Beispiel schon sehr, sehr, sehr schnell editen kann, dann ist es immer sehr, sehr relevanter Punkt, gerade im Boxfighten sehr, sehr wichtig und auch mit dieser ganzen Peace Control Meta kann man es in sehr, sehr vielen Bereichen anwenden. Unter anderem sind auch genau deswegen die besten Fighter eigentlich Leute, die kein Edit-Only spielen, weil sie eben einfach das bessere Crosshair Placement brauchen und man dadurch halt, wie gesagt, einfach deutlich bessere Peaks machen kann, zum Beispiel auch nur Rayleigh, der so ziemlich beste Fighter, glaube ich, zurzeit, den es überhaupt nur gibt, der benutzt das auch nicht und man sieht ja auf jeden Fall, dass man dadurch deutlich besseres Movement auch bekommen kann. Man hat deutlich bessere Peaks, kassiert weniger Damage dadurch, hat bessere Shots und wie gesagt, wenn man natürlich schnell genug editen kann, dann kann man auch ohne Edit-on-Release genauso schnell editen wie mit. Zum Beispiel, ich bin eigentlich ziemlich genau gleich schnell auf beiden Varianten, obwohl ich eigentlich normalerweise immer Edit-on-Release-on spiele, bin aber jetzt tatsächlich auch vor zwei Tagen auf Edit-on-Release-off geswitcht, aber wie gesagt, es macht keinen wirklichen Unterschied, wenn man eigentlich relativ gut bei den Edits ist, dann kann man im Prinzip auch einfach Edit-on-Release-off spielen. Eine andere Sache ist natürlich, wenn man zum Beispiel auf Low-Picking spielt und so ein extremer Creative Warrior ist und eben halt sehr, sehr viele Edits hintereinander macht und da jetzt aber eben halt nicht der schnellste ist, aber trotzdem eben halt richtig nice Edits haben will, gerade so für Creative Clips und alles, da kann es sich auf jeden Fall schon lohnen, Edit on Release on zu haben. Für alle, die wirklich competitive durchziehen wollen und wie gesagt, die schon gute Edits haben oder vielleicht auch auf Hyping spielen, wo so oder so Edits ziemlich irrelevant sind, dort kann man so oder so nicht gut editen, da sollte man dann definitiv lieber das Crosshair Placement usen, dass man eben halt mit den Edits, die man etwas langsamer machen kann, dann wenigstens danach die Shots immer gut treffen kann und wenig Shots selbst kassiert. Und deshalb würde ich sagen, da ist auf jeden Fall dann Edit on Release oft deutlich besser. Genauso wie gesagt natürlich bei allen, die schon deutlich besser sind und mit den Edits generell einfach gut klarkommen. Wie gesagt, ich habe früher auch immer Edit on Release gespielt, seitdem es eigentlich rausgekommen ist, also seit mittlerweile glaube ich schon fast zwei Jahren. Und ich bin tatsächlich jetzt auch auf Edit on Release oft geswitcht und komme damit eben mal deutlich besser klar. Ich würde es euch auf jeden Fall auch empfehlen auszuprobieren und bei mir war es zum Beispiel so, dass glaube ich so oder so häufig bei so etwas wie Triple Edits einfach doppelt jeden Edit gedrückt habe und dadurch immer einfach durchgeklickt habe, deshalb macht das jetzt am Ende auch keinen Unterschied und ich glaube viele haben auch immer noch diese Gewohnheit drin, obwohl sie Edit on Release spielen, dass man einfach trotzdem doppelt drückt, weil man es immer sich irgendwie nie wirklich abgewöhnt hat. Ein weiterer Vorteil ist auch, wenn man Edit on Release off hat, dass man natürlich während man geeditet hat schon direkt auf die auf sein nächstes Bildpiece wechseln kann, beziehungsweise immer durchdrücken kann. Das heißt, ich kann hier meine Maustaste einfach gedrückt halten, dann das bestätigen und kann direkt auf meine Wall rüber switchen und dadurch place man das halt etwas schneller, als wenn man hier erst mit dem die Maustaste loslassen muss und dann das Ganze mal bestätigt wird, man dann auf das Wallpiece wechseln muss und dann eben halt erst nochmal zusätzlich klicken muss.
muss. Das dauert eben halt etwas länger und das kann am Ende auch den entscheidenden Unterschied machen. Und so ist es eben halt etwas schneller, wenn man einfach durchgedrückt halten kann. Geht natürlich nur, wenn man schnell genug macht. Und dadurch spart man sich eben halt auch ein paar Mausklicks, was am Ende auch ganz praktisch sein kann. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, was ihr zurzeit nutzt und was ihr generell von Add-on Release haltet. Und damit sind wir auch schon mit dem Video durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.